Ach ja. Eine Wunderschön! Anni zackt. Ja, in dem Falle Anni mampft mal wieder. Whoopie! Endlich ist er da. Leichte Lieferschwierigkeiten haben, das ist die Januar-Box, also da, vernasche die Welt-Box, die neue Süßigkeiten, oh, vernasche Snacks-Box, yeah, aus dem Januar. Die haben mir leider geschrieben, die hatten Lieferschwierigkeiten, pipapo, deswegen kommt sie leider jetzt. Ich hätte gerne die auch gerne im Januar letztendlich geopened, aber gut. Jetzt ist er endlich da. Die Februarbox warte ich auch noch drauf. Ich hoffe, dass die keine Verzögerung hat. Und ja, wir gehen da wieder blindlings rein. Und mal gucken, was diesmal da drin ist. Leider haben die mich ein bisschen gespoilert. Es ist die Indienbox. So viel erstmal dazu. Sorry für den Spoiler. Was da drin ist, keine Ahnung. Es hieß die Indienbox. Gut, okay. Dann schnippeln wir das Ding auf und dann gehen wir da blendlings rein. Zip-zap-trapping. Genau. Stellen das wieder auf die Säule. Alli-hoppa. Und holen erstmal den Papierkram raus. So viel zu Indien. Es ist Italien. Schrieben die India-Box. Oder die haben jetzt wirklich, wie sie geschrieben haben, gesagt, ja, wir schicken ihnen eine Alternativbox. Oder es ist die Februar-Box. Ich weiß es nicht. Es ist die Frage, ob das jetzt die neue Box vom Februar ist. Oder eben halt die Januar-Box. Whatever, keine Ahnung. Weiß man nicht. Wir werden sehen. Das legen wir erstmal wieder bei Säule. Und dann snacken wir uns da durch. Ich freue mich drauf. Endlich mal wieder was zum Snaggeln, zum Naschen, zum Mampfen. Ja. Gut. Gehen wir von oben runter. Bibip. Von Maggio. Bibip. Keine Ahnung. Cotto al Forno. Senza Glutamato, blablabla. Irgendwas mit Glutamato. Keine Ahnung, ich kann die Sprache nicht. Was ist da drin? Ah, wie gesagt, wir gehen da mal rein. Oh, herrlich. Schön. So schaut das aus. 50 Gramm. Ja. So eine Crispy Crisps. Käsig. Hau. Also, mal ganz ehrlich. Da, ganz lang. Die ist schon ein bisschen länger. Aber. Ja. Ähnlich wie diese Käsebällchen. Ich mag Käsebällchen, du magst Käsebällchen, wir mögen Käsebällchen. Haum. Käsig. Ja, wie gesagt, kannst du vergleichen wie mit, wie gesagt, wie diese Käsebällchen. Die man hier kriegt. Aber sind gut. Bibip. Was heißt Bibip? Egal. Yeah! Next one. Nächste Tüte. Oha. Oh, oh. Patatina Polo. Chips mit Hühnchen oder was? Hühnchen. Wie sagt man immer so schön? Alles schmeckt wie Hühnchen. Egal. Das schmeckt auch wie Hühnchen. Das ist wie Hühnchen. Normale Schöpfepips. Limited Edition. Auch wieder 50 Gramm Tüte. Chips mit Hühnchen. Gusto Polo.
sag mal, wie gesagt, für mich ist das ein Hühnchenflügel, also soll Hühnchengeschmack sein. Hähnchen. Die Fliegelgeschmack. Hoho. Gucken wir mal. Riecht neutral. Also hier so, so ein bisschen. Gucken wir mal, wie das schmeckt. Also es gibt ja extra variante Sachen. Ihr wisst ja eben halt die. Ne? So. Ganz normale Chip-Pip-Pips. Soll nach Hühnchen, Hähnchen, Hähnchengeschmack. Ha! Oh! Wow! Hui! Ey, Alter, wow! Walla, Shala, wall! Ey, die sind gut. Alter, Hähnchen, vom Hähnchenfritzen, kennt jeder, weiß jeder, kennt jeder, pop, pop. Das schmeckt so, genau, sehe ich genauso. aber es schmeckt besser als das. Sag mal moin an die Leute, die da sind. Und zwar, dieses hier ist so, wenn ihr vom Hühnchen die Haut abnimmt und nur die Haut frisst, so schmeckt das nach Hühnchenhaut. Also schön Hühnchen fristen, scheiß auf das Fleisch, nimm die Haut, boom, geil. Danach schmeckt der Quark. Alter Vater, Jesus Christ. Das ist genial. Also wenn man jetzt so bei denkt, diese Ketchup, Chips, pipapo, blablabla. Fast gar nicht, aber das definitiv Highlight. Wow, das ist gut. Da so, greifen wir nochmal rein. Nächste One. Oh, ha! Tada! Uffetti von Nenedetti. Also im Prinzip eine gefüllte Schoko-Dinger, Eier, Nuss, Nougat-Dinger. Sollen wie eine Olive aussehen, wa? Ne, deswegen Ovetti, keine Ahnung. Ovetti Manetti. Haben wir schon einen Rostar oder was? Das passt, sowas für. Das sieht wie so ein wie Ostereier halt aus, ne? So ein, was du eben halt bei Kindern in den Osterkorb im Garten versteckst. Ne, ernsthaft? Das kannst du Kindern letztendlich als Osterhase verkaufen. Ich denke mal, das wird sehr neutral letztendlich schmecken. Schokolade, Nuss, Schokolade, Nuss, Haselnuss, Dinger, ne? Ganz normal. Die sieht aus wie eine Olive, nachempfunden, bla bla. Gar nicht mal so hart. Schön cremig drin, ne? Gut gefüllt. Ja, kommt sehr Nuss durch. Also, alles mal. Die sind gut. Crema Nocciola. Cremefüllung, stimmt. Ja. Wie so ein Hanuta. Diese Hanuta-Schokolade. So schmeckt das. Nur ohne Keks. Mal mit Hähnchen kombinieren. Oder Hähnchen und Käse. Wäre mal cool. So. 3 Products haben wir. So. Greifen wir wieder rein. Next one, baby. Babu. Sadada. Was haben wir denn hier? Sperlari. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ich weiß ganz genau, was ihr denkt. Mit dem Namen. Ja. Ihr versauten Leute. Sieht mir nach irgendwas Saurem aus. Karamell Mobidelle. Also eine karamellisierte Gummidrop-Dings. Sauren Teile. Keine Ahnung. Wir gucken uns die Dinger mal an. Wir schauen mal rein, was das sein soll. Wie, was, wo, bla bla. Who is my Messer? Da ist mein Messer. Zickepau.
Da gehen wir mal rein. Fruchtig, Alter. Ui. Sehr fruchtig. So. Schmetterling links. Da. Im Prinzip sind das so saure, saure Gummidrop. Gummidinger. So diese sauren. Pff. Aber steht auch was noch mit Karamell. Mal gucken. Bin ja mal gespannt. Nam, 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 nam. Da, fruchtig. So wie es riecht. Sehr weich. Also ich dachte, es wäre härter. Man weiß ja nie, wie die Dinger, wie fluffig die sind oder nicht, oder? Ja, sauer. Für mich jetzt nicht, aber gut. Nam, nam, nam. Hm, hm, hm. Also Karamell, wenig, sehr wenig. Ja, also dieses Karamell, Mozzarella, keine Ahnung. Aber, sind echt gut. Sehr fruchtig, wie gesagt. Schön fruchtig. Fruchtig, duftig, happy. Oh. Klar, Zuckerglasur drumherum ist schon... Hupidu. Wir haben da was zu Semmeln rein. Was haben wir uns denn mal zum Semmeln reingehauen? Lemon Soda. Oha. Italian Lemon Soda. Solo Liminonia Siciliani. Keine Ahnung. Ich kann kein Italienisch. Bella, bella, bella. Formaggi. Ja, Zitronenlimonade. Zitronig, softig, sauer. Mal gucken, ich weiß nicht. Gucken wir uns das mal an. Oder probier mal, wie sauer das schmeckt. Zitronig ist ja immer so eine. So eine. Ja. Was haben wir denn da alles? Limonata Italiana. Skoll oder was? Schiebedeu. Chin chin. Ja, Zitrone kommt gut durch. Nicht zu sauer. Doch vergleichbar wie mit Sprite. Aber nicht so süß wie Sprite. Ne, ihr kennt ja bei Sprite dieses, dieses verdammt süße. Und dann ganz im Mund voll klebrig, so diese... Aber das ist gut. Next one! Oh, guck mal, was Kleines. Was Kleines! Oh, Bonstelle. Bisco Crema. Im Prinzip so kleine Sternchen-Biscuits. Mit Schokofüllung und irgendwie einen weißen Stern da oben drin. Sind zwei Stück drin. Kleine Packung. Steht da noch so alles drauf? Con Crema Pandistelle. Im Prinzip eine cremige Schokofüllung. Yay! Alles gut für meine Figur. Oha! Tada! So sieht das Ding aus. Also mal Props an den Macher. Das Bild auf der Packung sieht aus wie das, was in der Packung ist. Das hier ist Keks. Oder Lebkuchen und Keks, irgendwie so Schokoteig-Dings. Schokodeckel drauf mit Dings. Da soll jetzt eine Füllung drin sein. Eine schöne Crema-Füllung. Oh ja. Boah, hier. Ja. Siehst du das? Schokolade. Logisch, ist klar. Wie so ein im Prinzip Keks mit Füllung und oben drauf haben wir eine Schokolade drauf gehauen. Schokolade. Der Keks. Sehr crunchy.
Auch sehr schokoladig. Ja. Schön mal voll mit, oder? Irgendwie so. Sag ich ja immer, kein Italienisch kann. Keine Ahnung. Oh, nee, ey. Sind echt gut. Die sind auch gut. Ey, das wird eine Box, Alter. Wo ich sage, wow, Bombe. Geil. So, nochmal zum Nachspülen nochmal einen Schluck Zitrone aus. Tschin, tschin. Oh yeah. Next. Oh, das ist sehr groß. Nehmen wir was Kleineres, oder? Oh yeah. Tada. Oh, guck mal, leicht eingedrückt. Ein Croissant. Ne? Ein Croissant. Ey, der Vater. Vom ersten ausgegraben. Tschüss. 17.05.24. Na ja, gut, geht ja noch. Aber mal ganz ehrlich, so eine Hauptsache reingequetscht. Luft raus. Passt schon. Das ist Misura Fibrexa. Im Prinzip ist das, wie gesagt, ihr kennt ja diese überteuerten Fünferpackungen mit Nougat-Füllung, diese Croissants für Kinder, die man holen kann. 100% Farina Integrale, keine Ahnung. Kann jemand Italienisch? Ja, wie gesagt, wird wahrscheinlich wie so ein normales Schoko-Croissant. Eben halt schmecken mit Nougat-Füllung. Ne? Ganz normal, wie man es kennt. Nur, dass unsere nicht diese, so eine Farbe von Brot haben, sondern Weißbrot. Weiße Croissants. Nom, 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 nom. Oh. Wow. Ja, ja. So, sag mir, wer lesen kann oder Bilder gucken kann, ist klar ein Vorteil. Es ist eine Bärenfüllung. Eine fruchtige Bärenfüllung, also hier, Brombeeren und so. Ja, Brombeer, Pipapo. So eine Marmelade drin. Schokobrötchen, Schokokroissants. Also oder Schoko sein soll oder Vollkorn oder aber schöne Marmeladenfüllung. Dann hätten sie mal mehr reinmachen können, oder? Bisschen. Aber gut. Aber die Füllung ist klasse. Weil wie gesagt, wir haben ja diese weißen, diese normalen Croissants. Immer mit aber mehr Füllung drin. Mit Nougat und so weiße Creme, Dingsbums, irgendwas. Also überteuerte Fünferpacks. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber das ist echt gut. Aber ich weiß nicht, ob das Vollkorn. Das ist sonst so ein. Ah, das Brot weiß ich nicht. Was das sein soll. Keine Ahnung. Gute Frage, nächste Frage. Lesen wir später nach. In der Beschreibung. So, next one! Oh, der rattert das richtig runter, ey. Babu. Oh, ein Keks! Kekse, zwei Kekse. Missouri! Zenza, Forte di Fibre, Zenza Zuccheri, Acruti. Das ist, Joghurt. Wir schreiben Joghurt. Die sehen mir so aus wie diese, Kekse, die man so, diese großen, Mehrfach-Kekspackungen da so rausgreifen, ne? Also kennt ihr diese Keks Überraschungspacks Dinger da, blub blub, ja, ne? So. Und vier drin, ne? Cool. Aber Joghurt, ich wüsste jetzt nicht, wahrscheinlich auch im Prinzip normaler Butterkeks oder so ein Dingsbums-Keks oben karamellisiert, ne? Hier oben karamellisiert.
Aber ich wüsste jetzt nicht, wo es Joghurt drin sein sollte. Statt Milch vielleicht Joghurt reingehauen, oder? Wow. Steht ein normaler Keks. Wie man sie mal kennt. Von daher. Ja. Aber weißt du, was so lustig ist? Mein Headset ist leer. Das ist so lustig. Aber wie gesagt, stinknormaler Keks, wie man es aus normalen Kekspackungen Keks werden. Aber das, was Joghurt ist, wo sie Joghurt dazugepackt haben, vielleicht bei meinem Teig. Ich meine Joghurt statt Sahne oder whatever. Tja. Das Ding hat ausgedient. Muss geladen werden. Egal. Passt schon. So ein Ronny-Staubsauger habe ich nicht. So irgendwas Rundes, Langes. Das klang so falsch. Irgendwas Rundes, Langes, Dickes. Kekse mit einer Creme dazwischen. Sieht mir nach einer Vanillecreme dazwischen aus. Im Prinzip eine zu klein, eine klein geratene Prinzenrolle. Was haben wir denn hier so Schönes? Mifa Gola. Okay. Dori Creme Vaniglia. Also Vanille. Jo, eine normale Kekse mit Vanille. Dingsbumsfüllung dazwischen. Naja, guck mal rein. Wie vanillig. Oh nein, Vanille! Da wäre ich unsichtbar. Nein, bloß keine Vanille dazu packen. Warum das denn nicht? Ja, da wird wie die maulende Myrte. Wer ist denn die maulende Myrte? Ich bin die maulende Myrte. Gut, mal Anspielung. Sorry. Aber auch doof gemacht. Hier bitte öffnen. Egal, wurscht. Ich will ja nicht alles rausdroppen lassen. Deswegen mache ich das jetzt so wie. Man macht es so auf wie eine Prinzenrolle, ne? Man poolt da oben rum. Obwohl es eben halt diese geilen Laschen gibt. Auch bei der Prinzenrolle, wo man merkt. Es gibt eine Open Dings für Prinzenrollen. Ich musste erst über 30 sein, damit ich das wusste, erfahren habe. Gut. So sieht das Ding aus. Auch wieder leicht ankaramellisiert hier oben, so die Spitzen so ein bisschen. Leichte Füllung dazwischen. Keks. Keks halt. Keks! Also wie gesagt, da ist Vanille drin. Wenn mich gleich wieder sieht, bin ich unsichtbar. Vom Saftschrank. Oh Mann. Ja, aber ist gut. Sind gut. Geschmacklich, ja, das leicht karamellisierte da oben schmeckt man raus. Ich sag mal so, ist wieder mehr Keks als Füllung. Also man schmeckt mehr Keks als Füllung. Oder man möchte sagen, wie so ein Oreo. Plopp. Rausschlürfen, genau. Klopper. Cool. Abgehangen. Was haben wir denn noch da drin? Eine große Sache haben wir da drin. Ah, hier ist noch was Kleineres. Nimm das Kleine. Oh, man sieht jetzt nicht, was es ist. Hallo, ein Törtchen. Lüfter. So eine Kopie vom Yes-Törtchen, oder? Kesselhoff, happy birthday to you. Wie in der Werbung. Aber das ist ein schönes Törtchen. Was haben wir denn hier? Oh, ist sogar von Ferrero. Ferrero. Kennt man, Ferrero.
163 Kilokalorien. Wow. Schön. Läuft bei mir. Wie so ein Yes-Türchen. Guck, da. Genauso weich wie ein Yes-Türchen. Hier, Kerze drauf und dann. Lalala. Oh. Da kommt ein Geschmack durch. Ha. Kaffee oder sowas mit reingeballert oder? Kann man das nachlesen? Das ist ein Original, keine Ahnung. Alter. Also keine typische Vollmilchschokolade, da kommt irgendein so ein Intensivitativ Dings geht durch. Ich weiß nicht was genau, aber sehr heftig vom Geschmack her. Also schon irgendwas, ich weiß nicht. Kaffeemäßiges, irgendwas Kaffeemäßiges. Keine Ahnung. Ist gut, davon mal ab, wie gesagt. Es ist, wie gesagt, wieder nichts dabei, wo ich sage, ich mag es nicht. Davon mal ab. Klar, Allergiker wegen Nüsse etc. oder sonst was müssen natürlich wieder aufpassen. Vorher jemand nachgucken, was wo drin ist. Inhaltsstoffe, bla bla. Aber grundsätzlich gut. Gut. Wir haben jetzt noch eine große Last but not least Packung. Ja, das war das letzte. Das größte zum Schluss. Tada! Kinder! Oh, das sieht man kaum. Da. Wieder mal von Kinder irgendwas. Yay! Kindermännchens. Cool. Ü-Ei-Mans als Keksform. Das sind die Ü-Ei-Mans, ne? Diese Ü-Eier. Ü-Ei-Leute. Wow! Kinder! Kinderini. Okay. Guck mal, die können sogar Trampolin springen und so weiter. Was ist das? Yeah, yeah! Pff, oh! Nein. Das seht ihr nicht so ganz, das ist Milch und Kakaopulver. Aber das Milchglas hier sieht man kaum, ne? Könnte man denken, so. Pff, pff, oh. Finger kittelt. So. Das Phänomen, Lasche aufziehen. Geht echt gut. Wow. Wieder verschließbarer Zip. Cool. Wow, die sind groß. Ja. Yeah. Ah, welche Hackfresse holen wir denn da raus? Hackfresse, ich sag ja. Cool, ja. Und leicht Schokolade hinter. Gesicht drauf gemalt. Ein Cookie oder irgendwas. Und Kinder. Geil. Wie kann man den Geschmack beschreiben? Milch, Kinder, darf manchmal auch aus der Dose sein. Keine Ahnung. Oder Erdbeerkäse. Nee, aber hey. Sehr gut. Tutu. Das ist gut. Auch gut. Schade, ich hätte eigentlich auf die Indien-Box gehofft, aber gut, Italien-Box. Ja, why not? Vielleicht kommt die India-Box dann noch. Und das ist die Februar-Box. Einer und weiß nicht. Ja. Aber komm. Boah. Fein.
Wow, wow, wow. Das ist mal eine richtig coole Box. Gerade die Hähnchen-Dinger, ne? Die Snake ist gleich weg. Gut. Dann kommen wir zu unserem berühmten Heftchen, wie ihr es ja aus den anderen Folgen kennt. Guckt auf meinen YouTube-Kanal nach, da habt ihr die Folge auch nochmal alle. Von den anderen Boxen vorab. Und ja. Cool. Ganz normal. Hauptstadt, ein bisschen länderspezifisches. Bisschen italienisch. Kann man ein paar Wörter auf Italienisch lernen. Yay! Fun Facts, Must-Sees, Sehenswürdigkeiten. Und hier sind die Produkte beschrieben. Guti. Fangen wir oben an, wa? Da. Und zwar mit unseren Izuchi Kekse. Fangen wir damit an. Ich lese es wieder normal vor. Missouri Dolce Senza. Das klassische Missouri Mürbegebäck. Ohne Zuckerzusatz. Ohne Zuckerzusatz. Ist unübertroffen die beste Art, den Tag zu beginnen. Im Prinzip ja. Zum Kaffee. Zum Tee. Eigentlich zum Kaffee. Ne? Im Prinzip ist es so eine Kaffeebeilage. Ne? Süße. Ohne Zuckerzusatz. Mürbeteig läuft. Up in the box. So, ja. Dann haben wir unseren Sterne-Cookie. Pandistelle. Pandistelle. Genieße die köstliche italienischen Kekse mit Kakao und Zuckersternen. Hergestellt aus Haselnüssen. Schokolade und Milch. Ein himmlischer Genuss. Naja, himmlisch. Die waren gut davon, ab. Ohne Lack. Die sind echt gut. Schmeckt auch, die Füllung ist ganz gut. Also weg damit. So. Unseren Fiesta Chöchen-Ding ist hier. Wie gesagt, ich denke, da ist irgendwie Kaffeegeschmack. Irgendwie sowas drin, ne? Und wer ist das denn? Ja, unser Yes-Tötchen. Ja, gucken wir mal, was da jetzt drin war. Leute, gut, wie gesagt, vorher lesen. Na? Guckt, bevor ihr das jemand. Also, ich mache es blind links, weil ich habe nichts vor oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich mache das hier aus wissenschaftlichen Gründen. Für die Wissenschaft, Bärbel. Und zwar, das Ding steht extra bei, enthält Alkohol. Das ist der Geschmack, den ich da rausgeschmeckt habe. Dieses extravagante, dieses knallige. Es ist alkoholisiert. Da ist Alkohol drin. Ferrero Fiesta. Entdecke das köstliche Schokoküchlein mit einer erfrischenden Orangenfüllung. Gut, Orange. Genieße den einzigartigen Geschmack der zarten Schokolade, kombiniert mit dem fruchtigen Aroma der Orange. Steht aber nicht drin, was für ein Alkohol da drin. Ne? Steht extra darüber, enthält Alkohol. Steht aber nicht drin, was es für ein Alkohol ist. Warum drin ist oder italienischer Schnapperpops. So. Ne? Da steht er jetzt leider nicht mit drin. Hätte ich gerne gewusst. Was für ein Alkohol daran erinnert. Gut. Kann man vielleicht hinten nachlesen. In der Videobeschreibung. Nein. Kann man da irgendwie bei der Zutatenliste gucken, was da vielleicht an Alkohol drin ist. Weil es steht auch nichts drauf. Prozentual oder sowas, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich so minimalistisch. Aber hey, Latte ist da drin, Latte Macchiato. Wie ich dachte. Gut. Latte, Fomento, Uova. Puro. Weiß nicht, ob das Puro oder was. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. 26 Gramm, Kilogramm, 8%.
Ich weiß es nur nicht, ob das Alkohol betrogen ist. Die 8% die hier unten drin steht. Keine Ahnung. Weiß man nicht. Aber wie gesagt, enthält Alkohol. Na? Legit. Pipapo, pipapo. Gut, kommen wir zu den der großen Packung. Kinderinis. Große Kekspackung. Kinderinni. Der ganz besondere Knusperspaß. Spaß. Knusprig, kräftig. Yeah. Kinderinni sind ein leckerer Keksgenuss, der mit dem beliebten Geschmack der Kinderschokolade punktet. Naja, Kinderschokolade ist doch schon ein bisschen... Naja. Mit ihren lustigen Gesichtern... Ja, hier. Screenshot! und einen zarten Dekor aus Vollmilchschokolade sehen die frechen Leckerbissen nicht nur zum Anbeißen aus, sondern eignen sich auch wunderbar zum Teilen und Mitnehmen. Mitnehmen? Wohin? Wüsste ich jetzt nicht. Arbeit etc. Okay, kann man verstehen. Teilen? No way! Teil doch nicht! Alles meins. Du bist selber schuld. So, kommen wir zu den von Mandio. Wie gesagt, für mich, wie gesagt, sind für mich so käsig. So wie Käsebärchen. Amica Bibip von Maggio. Amica Snack Bibip sind Maischips mit einer extra Portion Käse. Ich sage wie Käsebällchen, nur eben halt nicht in runder Form, sondern in Länge. Diese knusprigen Sticks werden nicht frittiert, sondern schonend gebacken. Boah. Kann man nochmal nachfrittieren. Für mehr Crunch. Die einzigartige Kombination aus Öl und Käse verleiht dem Snack seine unwiderstehliche knusprige Textur und natürlich seinen intensiven Geschmack. Daher, wie Käsebällchen. Ganz einfach, schlicht, wie Käsebällchen. Das machen wir später. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem Croissants. Und weg. So. Ah. Misura Vibre Extra Viola. Komische Namen. Ah. Ein zarter Blätterteig. Das ist ein Croissant. Trifft auch eine köstliche Füllung aus Beeren, Rüben und Trauben. Oh, Beeren-Mix habe ich so. Yeah. Oh, Rüben und Trauben sind da noch mit drin. Gut. Diese einzigartige Kombination sorgt für einen Geschmack von Obst und Gemüse, der noch nie so lecker war. Ja, wie gesagt, und bei mir stachen mehr die Beeren raus. Ne? Die Beerenfüllung, diese Fruchtnote. Ding ist. Deutlich mehr durch. Gut, kommen wir zu unserem Drink. Gut, ich denke mal, da ist nicht viel bei. Ist halt eine Zitronenlimonade. Lemon Soda. So schmeckt pure Erfrischung. Die köstliche Zitronenlimonade fängt den spritzigen Geschmack Süditaliens perfekt ein und verspricht erfrischendes Genusserlebnis. Jo. Haken wir so ab, machen wir Haken hinter Pipopko. Sprite. Gut, kommen wir zu unseren Ü-Eier, unseren Osterhasen-Snack. Osterhasen-Oster-Dingeskirchens. Isorini Ovetti Fondente. Italienische Pralinen. Aus Zartbitterschokolade. Ah, aus Zartbitter. Da freut sich Robin, wenn der die snacken will. Zartbitter.
Grüße gehen raus, Robin, ne? Robinator. In einer verlockenden Walnussfüllung. Gut, Nussfüllung, genau. Diese köstlichen Pralinen schmelzen regelrecht auf der Zunge und bieten ein unvergleichliches Genusserlebnis für alle Schokoladenliebhaber. Ich finde die echt gut. Ich sage, diese Nussnote kommt definitiv durch. 100%. Aber zart bitter, gut, okay. Ich bin zwar nicht so der. Also lieber zart bitter als bitter Schokolade, ne? Also da sind auch wieder die Geschmäcker wieder unterschiedlich. Whatever. Aber ist gut. Deutlich gut. So, dann haben wir unsere zu klein geratene Prinzenrolle. Toreador. Erlebe eine süße Umarmung zwischen zwei krümeligen Keksen. Ja, die habe ich mehr rausgeschmeckt als die Füllung. Macht da mehr zwischen. So. Pff. Und einer köstlichen Vanillefüllung. Vanille. Das ist Vanillesoße. Die süße und duftende Doré ist der perfekte Snack für gemeinsame Momente mit Freunden oder eine kleine Auszeit des Tages. Das ist eher meine Auszeit. Whoopi! Teil mit Freunden. Oha! Von denen hier gibt es auch noch eine andere. Seht ihr? Einmal die Smetterlands und die Dinos. Ich hätte gerne die Dinos gehabt! Weil wir haben den Incanti, also den Schmetterling-Mix. Also deswegen kann ich jetzt nach den Dino-Mix nicht gehen. Entweder oder steht auch drauf. Entweder oder. Ich möchte das da, ich möchte auch noch die Dino-Mix haben. So, wir gehen erstmal darauf, was wir haben. Und zwar den Sperlari Incantil. Entdecke die magische Welt von Sperlari Incanti. Nur mal als Information, das ist Veggie. Das ist vegetarisch. Vegetarisch. Also, ne? Nicht vegan, aber vegetarisch. Aber, wie ich gerade lese, das hier, die Soda, ist vegan-vegetarisch. Wie kann etwas vegetarisch und vegan sein? Aber egal, es steht drauf, hier. Vegan und vegetarisch. Und hier auch, vegetarisch. Props. Yeah. entdecke die magische Welt von Sperlari Incanti in der weiche, süße Blumen und Schmetterlinge mit einem überraschenden Doppelgeschmack erblüht. Genieße die Aromen von köstlichen Zitronen- und Orangennektar sowie Fragola und Pfirsich. Also ich sage ja, die sind sehr fruchtig. Das ist schon richtig. Gut, hätten wir jetzt die Alternative bekommen, den Dino-Mix. Nee. Hätten wir einen Jurassic Park hier bauen können, Alter. Tüte ausgekippt. Pff. Hätten wir einen Jurassic Park aufgebaut. Hey, why not? Ich möchte noch mal den Dino-Mix haben. Ne, so. Nee. So, der Dino-Mix. Wenn wir den gehabt hätten. Oder für Leute, die auch die Box haben, eben halt. Und hey. Ne? Schreibt rein, wenn ihr die Box habt und den Dino-Mix habt. Her damit. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von Sperlari Dino-Mix. Wo weiche und prickelnde Dinosaurier in den Geschmacksrichtungen Himbeer, Zitrone, Erdbeere und Aprikose erwachen. Das wäre auch interessant gewesen. Ja, das wäre echt interessant gewesen. Ohne Quark. Aber wir haben Butterflies. Butterfly, fly away. Golly. Jetzt kommen wir zum besten. Ever. Zum absoluten Highlight. Davon hätte ich gerne so eine Tüte. So eine fette, richtige Bam-Tüte. Ja? Und zwar
Chips mit Hähnchengeschmack. Voila! Die Deutschen würden das niemals so hinkriegen mit Geschmack. Ich sag's euch. No way. Die verkacken ja schon letztendlich bei Ketchup. Oder eben als Sour Cream Onion. Gut, kommen wir dazu. Patatine Polo. Boah. Schnippi. Genieße einen wahren Gaumenschmaus mit diesen Kartoffelchips. Oh. Der unwiderstehliche Hähnchengeschmack wird dich vom ersten Bissen an überzeugen. Oh ja. Die sind definitiv absolut super, mega geil. Also Italien importiert sie mir, wie gesagt. Die hätte ich gerne hier in einer größeren Packung. Definitiv. Die sind echt mega. Wie gesagt, wenn ihr immer mal Hähnchen fritzen seid und vom Hähnchen nur die Haut frisst, so schmecken die Dinger. Bombe. Wow. Alter. Das kannst du nicht reinlegen. Ohne Quark. Ohne geil. So. Hier haben wir nochmal die Zutatenliste. Ich bin jetzt mal gespannt, ob bei den Zutaten zum Verzeichnis. Ich will mal wissen, wegen dem Alkohol. Bei diesem Ferrero Fiesta, weil da steht ja Alkohol, enthält Alkohol. Schokoschüchlein, Fiesta mit oranger Zucker, pflanzliche Fette, blablabla. Weizenmehl. Oh ja. Könnt ihr das anschauen? Mackermilchpulver, Weizenmehlpulver, Aromen, ist klar. Mono und Speicher. Vollmilchpulver, Kakaopulver, Salz, Kakaopulver, wasserfreie Butter. Selbst in der Zutatenliste steht nicht, welcher Alkohol enthalten ist. Ha! Da kommen Fragen auf. Hier steht, enthält Alkohol. Da, enthält Alkohol. In der Zutatenliste steht nichts von der drinne. Eier, 7%, Kantine Orange, Schale, ja, bla bla bla. Nö, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, lesen, es enthält eben halt Alkohol. Also nicht dein Kind einfach vorsetzen und sagen. So, nochmal was für unsere heimische Küche. Mal wieder was zum Kochen. Wie gesagt, ich habe ja auch aus der Dingsbox eben halt auch noch vor, aus der Japan-Box noch das Rezept zu machen, was da drin war. Und so weiter und so fort. Hier haben wir nochmal einen italienischen Mandelkekse. Könnte man zu Weihnachten machen. Mandelkekse. Ja, why not? Ja, siehst du. Italiano. Oh, die Dinger, ohne Scheiß. Oh, Hähnchen. Oh, ja. Ich muss mich echt zusammenreißen, die jetzt, oder. Wie gesagt, der Stream beendet, ist die Dinge anschließend leer. Ich sag's euch. Oh. Ich liebe das Ding. Cool. Das war die Italien-Box. Ich weiß es nur nicht, ob das jetzt die Februar- oder die Januar-Box war. Ich werde nochmal gucken, ob ich die kontaktiere. Bezüglich dessen, weil es müsste ja noch die Januar-Box eben halt, wie gesagt, noch kommen. Und die Februar-Box. Februar, Januar, so. Weil die Januar-Box eben mal nicht kam und sie haben mir gesagt, dass aus Lieferschwierigkeiten Gründen, Dingsbums, wollen sie das neue checken. Aber hey, wir haben uns köstlich amüsiert über die geile Italien-Box. Die war echt Bombe. War richtig klasse, richtig gut gemacht. Und ja, wie gesagt, keine Werbung, kein Placement oder sonst irgendwas. Wie gesagt, zahle ich alles frei selber. Ne? Und habe ich mich privat bestellt. So, wenn ihr auch Bock drauf habt, wie gesagt, bestellt euch das, probiert's aus.
Meine Empfehlung ist es. Und ja. Wie gesagt, ich. Oh, da sind immer gute Sachen drin. Immer geniale, coole Sachen. Manchmal kommt auch so eine Mixbox, wo mehrere Länder. So das Best of aus Ländern. Ne? Und so weiter und so fort. Ja. Guti. Schöne Postkarte. Kann ich überhaupt nicht wäre in Italien gewesen. Und ja. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Follow da. Geht auf meinen YouTube-Kanal, da seht ihr noch die anderen Unboxing von den anderen von der Studio-Welt-Boxen. Was da so drin war und so weiter. Andi zockt, wie gesagt. Kommt rein, kommt so raus. Lasst da, lasst ein Abo da, Like da. Teilt das. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und einen schönen Abend, je nachdem wann es guckt und so weiter und so fort. Und ja. Danke fürs Zuschauen, dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt jetzt auch Hunger und Lust darauf gekriegt, auf die geilen Snacks. Und dementsprechend verabschiede ich mich. Sag tschüss mit Ö. Und bis zum nächsten Mal beim nächsten Unboxing. Das heißt wieder, der Dicke frisst sich wieder voll. Dann tschüss mit Ö. Und auf Wiedersehen.